Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal vis-à-vis vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Henri Schneider. Er ist stellvertretender Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband. Er ist Dozent für Wirtschaft und anderes und Autor von zahlreichen Büchern. Schön bist du da. Ich habe einen Rosé ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob du das gerne hast. Ein flotter Schweizer Tropfen Château d'Auvergne, der eigentlich bekannteste Rosé, der auch in der Politik immer wieder getrunken wird. Merci vielmals für den Besuch. Merci für die Einladung. Ja, wir reden heute, wenn wir zuerst über Corona-Entscheide, die Corona-Politik vom Bundesrat reden, die vom Gewerbeverband immer wieder ein bisschen kritisiert wird und dann gleich wieder mitgetragen wird. Und das zweite Thema heute ist in Washington die OECD zusammengekommen und hat bestätigt, nochmal unterstrichen, dass man die Mindeststeuer von 15% will. Und der Ueli Maurer hat gesagt, ja, das wird glaube ich für die Schweiz nicht so schlimm. Und ich wollte mit dir dann ein bisschen herausfinden, wie schlimm wird es echt wirklich. Jetzt eben Corona, es gibt jetzt eine nationale Impfwoche. Man macht 90 Millionen gibt man aus, um noch die Impfrate zu erhöhen. Und es gibt aber keine 50-Franken-Gutschein. Aber es bleibt dabei, man muss unbedingt mehr impfen, sonst kann man die Massnahmen nicht aufheben. Was ist dein Kommentar dazu? Impfen gehört tatsächlich zur Strategie, wie man Corona bewältigt. Das Problem ist, in den letzten paar Monaten reden wir nur noch über das Impfen. Und die Strategie sieht aber vier gleichberechtigte Elemente vor. Auf der einen Seite das Contact Tracing, um die Infektionsketten zu brechen. Dann die Schutzkonzepte, die alle Gewerblerinnen und Gewerbler durchgeführt haben und die auch dazu geführt haben, dass wir viel weniger Ansteckungen haben. Das Testen, das aus irgendeinem Grund der Bundesrat jetzt der Meinung ist, ist nicht gut. Und dann das Impfen. Aber das sind die vier Elemente, die gleichberechtigt ineinander hineingehen sollten. Also gegen die Impfwoche an sich hat man nichts. Das Problem ist, wenn man das Impfen als einzige Massnahme anschaut, das ist falsch und das ist auch ungesetzlich. Weil das Volk hat ja beschlossen, dass die vier Elemente, die ich jetzt gerade gesagt habe, die Logik vom gezielten Schutz umgesetzt werden muss mit den vier gleichberechtigten Elementen. Ich habe auch den Eindruck, oder man redet nur noch von dem jetzt, auch der Bundesrat redet nur noch von dem. Und er orientiert sich an irgendwelchen Zahlen. Er sagt, 80% der 18- bis 65-Jährigen müssen geimpft sein, dann können wir die Massnahmen lockern oder vielleicht sogar aufheben. Aber woher die Zahl kommt und warum kommt man nicht echt raus? Und man hat das Gefühl, er vergleicht sich einfach mit dem Ausland. Nein, ich habe das Gefühl, es ist noch schlimmer. Ökonomen nennen das Arbitrage. Er nimmt einfach die Zahl, die ihm am besten passt. Und das kann man auch belegen. Okay. Weil nämlich noch im August und im September gibt es Folien, es gibt Unterlagen vom Bund, wo der Bund, das BAG, das ist ja das federführende Amt, ausdrücklich sagt, dass es für Leute wie für dich und für mich kein Impfziel gibt. Das ist weil schwarz, wir noch nicht 60 sind, oder was? Wenn wir noch nicht 64 sind, genau. Und schon über 16. Ja, immerhin. Immerhin. Also für diese Gruppe, das ist immerhin die Mehrheit der Bevölkerung, mhm, hat es bis vor kurzem kein Impfziel gegeben. Der Bundesrat hat das jetzt erfunden, um seine entsprechende Impfstrategie durchzuführen. Warum denn? Ja. Das weiß niemand. Das ist noch die wohlwollende Antwort. Ich weiß nicht, woher die Impfreligion gekommen ist, aber man fokussiert sich auf eine Massnahme, die alleine dann mal viel bringt, weil das Impfen allein tut nicht die Leute daran hindern, die Krankheit weiterzutragen. Mhm. Das Testen, das wäre viel besser, weil damit kann man früher erkennen, wer infiziert ist, und ihr Schutzkonzept und das Contact Tracing kommen noch dazu. Die Verstiefung, die reine Verstiefung, ist ideologische Starrheit von ein paar Leuten im BAG, die offenbar im Moment das Narrativ prägt. Wie ist eigentlich, wenn du als Vertreter vom Gewerbeverband auf die 18 Monate oder 19 Monate zurückschaust, wie haben wir es gemacht? Jetzt, was ist im Gewerbe abgelaufen? Du hast von denen die Schutzkonzepte erwähnt, oder? Da haben die euch immer stark gemacht, Schutzkonzepte einführen, damit man ja offen behalten kann oder so. Wie ist das aufgegangen? Also sagen wir so, es gibt ja verschiedene Phasen, mhm, und wir sind ja unterschiedlich gut unterwegs gewesen. Mhm. Am Anfang gaben wir zu, niemand hat genau gewusst, was machen. Das ist eine neue Situation gewesen. Da hat der Bundesrat relativ entschieden gehandelt und es hat mir zwar nicht gepasst, aber ich muss zugeben, am Anfang ist es gut gewesen. Die ersten Massnahmen, die er eingeführt hat, sind
auch im Vergleich mit anderen Ländern vertretbar gewesen und so. Und irgendwann sind wir dann zurück, tatsächlich schrittweise in Normalität gekommen. Da war alles tiptop gewesen, oder? Mhm. Ja, letztes Jahr um diese Zeit hat man gesagt, wir sind sehr gut unterwegs, wir sind besser als die anderen und das ist ja immer das Ziel. Besser dran zu sein als alle anderen, weil wir sind in der Schweiz, wir sind uns gewohnt, besser zu sein als die anderen. Und dann hat die Stimmung gekippt. Und im November vom letzten Jahr hat sich eine Panik breit da, nicht in der Bevölkerung, aber in den Medien und im Palais Federal, im Bundesrat. Und seitdem denken die nur noch massnahmenorientiert. Irgendein Plan, ein konsistenter Plan, wo man verschiedene Aspekte miteinander abwägen, wo man die berechtigten Anliegen von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von der Gesundheit gegen dem Epidemienmanagement, das ist vollkommen verloren gegangen und einfach Massnahmen tun und Massnahmen bestürzen. Also ich würde sagen, seit November 2020 wird einfach von der Hand ins Maul gelebt. Es werden Massnahmen verhängt, es hat keinen Plan mehr und seitdem sind wir tatsächlich sehr schlecht unterwegs. Also der Alain Berset hat ja am Mittwoch auch gesagt, oder er denke nicht zu weit voraus, also ich tue es jetzt nicht wörtlich zitieren, sondern er denke wirklich von Woche zu Woche schauen, oder? Das ist für mich auch der Satz, wenn ich drüber gestorben und denke, nein, ich würde gerne, dass du ein bisschen weiter voraus schaust, oder? Ja, das wäre natürlich seine Aufgabe. Und das wäre auch die Aufgabe von dem Bundesamt für Gesundheit, das ist ja unter ihm. Mhm. Aber stattdessen sind das grosse Anwälte von der Pandemie. Man hat das Gefühl, sie haben es eigentlich gern, die Lage. Im Übrigen, viele Gesundheitsleute haben die Lage gern, also Gesundheitsämter haben die Lage gern. Der Typ Warum? Ja, der Typ hier von Zürich hat es offen gesagt. Der Herr gesagt, Indra. Ja. Genau, der hat ja gesagt, eine wohlwollende Diktatur, das ist genau das, was sie wollen. Sie geben den Takt vor. Wobei, der Skandal ist dort, dass die gewählte Person, die dem Typ vorsteht, Nathalie Rickli, SVP, nicht sofort sagt und ihn zurückpfeift, sich einfach in Lot wäre für eine gewisse Zeit. Das ist der echte Skandal. Mhm. Dass ein Technokrat technokratisch ist und Diktaturen gerne hat, das ist keine Überraschung. Jawohl, ja. Es ist auch in dieser Pandemie, also ich habe mich immer gewehrt gegen das Wort Diktatur. Jetzt kann man sich fast nicht mehr wehren, weil es die Seite selber braucht, oder? Aber weil ich immer das Gefühl habe, das ist, im Vergleich zu einer echten Diktatur ist es wirklich, ja, funktionieren bei uns noch gewisse Prozesse. Aber es ist natürlich schon so, die Akkumulation von, das Zusammenkommen von ganz viel Macht in Hand von einem Bundesrat, ist ja schon, hat man das je erlebt vorher? Ist das in unserem System? Das weiß ich nicht und ich halte die Frage auch nicht für gut. Ich bin nicht der Meinung, es ist gut, zurückzuschauen, wer hat jeweils eine ähnliche Lage gemanagt. Wir sind in der Lage, wo wir sind. Okay, aber... Und ich halte auch das Wort Diktatur für falsch. Es ist falsch. Gell, aber. Es ist falsch. Was ich aber sage, ist, dass wir im Moment totalitaristische Tendenzen durchmachen. Und im Totalitarismus ist das Wort total, oder? Dann muss es nicht unbedingt von einem Menschen abhängig sein. Es kann auch eine Kette von Sachen sein, die sich miteinander auswirken und praktisch die gesamte Gesellschaft auf das Gleiche ausrichtet. Und das machen im Moment wirklich durch. Es gibt nur ganz wenige Medien, die unabhängig in dieser Corona-Sache berichten. Es gibt nur ganz wenige Leute, die sich getrauen, gegen den Bundesrat vorzustehen. Und es ist offenbar auch im Bundesrat so, dass der Bundesrat Berset allein federführend ist und die anderen alles abnicken. Und das ist eine totalitäre Tendenz, es ist keine Diktatur, es ist einfach eine totalitäre Tendenz, die uns allen tatsächlich sehr, sehr beschäftigen sollte. Hast du sie vor der Krise für möglich gehalten, dass man so Tendenzen wird sehen? Ich schon. Immer. Okay, allerdings warum? Gebe ich zu, ich habe immer als Privatperson das möglich gehalten, weil es gibt die Tendenz, in allen modernen Demokratien immer mehr zu personalisieren und immer mehr zu technokratisieren. Also du hast immer mehr einzelne, starke Leute, die im Vordergrund stehen und du hast ein Heer von Beamten, die diesen Leuten zudienen und die Beamten sind auch der Meinung, dass sie besser sind als du und ich. Mhm. Und diese Tendenz hast du schon immer gehabt, namentlich im BAG, das Bundesamt für Gesundheit als ein Beispiel unter vielen, hat immer gemeint, das müsste euch sagen, wie wir leben müssen. Und das ist jetzt zum Durchbruch gekommen. Du sprichst die Präventionsgesetze an, die das BAG entworfen hat, vor 5-6 Jahren, und wo der Gewerbeverband bekämpft zum Beispiel. Ja, oder? Nicht nur das. Ich spreche auch von der unsinnigen, wahnwitzigen Vorstellung von denen, dass man nicht Fleisch essen sollte, dass Fleischwerbung verboten werden. Das sind alles Ideen, die von dort kommen, oder? Dass Alkohol schlecht ist und so. Es ist keine Frage, dass Sachen einen Vor- und Nachteil haben. Mhm. Aber ein Beamter ist ein Diener, der ist da, um den Leuten
zu dienen. Der macht einfach nichts anderes als dienen. Dass sie sich rausnehmen und plötzlich wollen sagen, wie wir leben müssen, das ist absolut, das ist eine totalitaristische Tendenz. Mhm. Und das war schon vor der Corona-Pandemie rum. Und das hätte müssen ausbrechen, egal was kommt. Und Corona ist ein guter Kanal für die Tendenzen. Aber wahrscheinlich haben wir einfach zu wenige Kontrollmechanismen, damit das irgendwie in Schach gehalten wird. Also das Parlament hat sich aufgelöst im März 2020. Von der Geschäftsprüfungskommission hört man zwar immer wieder, dass sie irgendwie ein bisschen Fragen, wahrscheinlich brieflich Fragen schicken, das BAG. Und sonst Kontrollmechanismen. Die Medien, eben hast du selber angetönt, ist auch ein bisschen, funktioniert nicht wahnsinnig. Haben wir ein Kontroll-, haben wir ein Accountability-Problem? Wir haben das generell das Problem mit einer viel zu grossen Bundesverwaltung, die viel zu forsch auftritt und vergessen hat, dass ihr Auftrag einfach ist, irgendwelche Papiersachen zu bearbeiten. Sie sind der Meinung, dass sie Meinungen dürfen haben. Und das ist schon ein No-Go. Wenn du Diener bist, hast du keine Meinung zu haben. Sie sind der Meinung, dass sie die Politik der Politik müssen den Takt vorgeben. Die hocken in allen Beratungen von der parlamentarischen Kommission die Leute dabei. Das sind nicht vom Volk gewählte Leute. Das sind irgendwelche Leute, die angestellt worden sind. Die hocken in den Kommissionen dabei, ergreifen das Wort, sagen das. Das wissen viele Leute nicht. Und sie tun auch im Auftrag vom Bundesrat dann Fragen beantworten von den Parlamentariern. Der Bundesrat sagt manchmal gar nichts. Oder? Sie tun nicht nur ihm zu dienen. Oder? Ja. Genau, und genau das ist mein Punkt. Und jetzt komme ich endlich zur Antwort zur vorherigen Frage. Was uns fehlt, ist nicht nur Kontrolle. Das fehlt auch. Was uns fehlt, ist der Mut von den Leuten aufzustehen und zu sagen, so nicht. Und wenn ich sage von den Leuten, dann meine ich du und ich und meine Nachbarin und Leute im Parlament sind. Es gibt viel zu wenig Mut, den Leuten auf den Fuß zu treten und zu sagen, so nicht. Du hast deine Grenzen überschritten, du hast hier nichts zu bestellen. Wenn du deine Meinung hast, geh heim, da bist du reiner Sachbearbeiter. Mhm. Es braucht aber auch einen Chef im Bundesrat, der das vielleicht fordert von seinen Leuten. Ja, genau. Und genauso wie wir vorhin mit der Frau Rickli waren, wo ist sie, wenn sie den Beamten muss zurückpfeifen muss, der von einer wohlwollenden Diktatur träumt? Wo ist der Bundesrat Berset, der eigentlich dafür zuständig wäre, zu schauen, dass die Pandemie nicht nur von der Pandemieanwelt geriert wird, sondern alle Aspekte von der Wirklichkeit miteinander abhängen? Also auch Wirtschaft, auch Gesellschaft, auch Gesundheitspolitik. Mhm. Wie hast du das Gefühl, ist die Schweizer Wirtschaft mit der Pandemie fertig geworden? Wir sehen zwei Bilder. Auf der einen Seite, wenn du rein die Statistiken siehst, rein Statistik, also 10.000 Meter Höhe, oder? Du hockst hier, was ist 10.000? Du hockst im Flügel und schaust genau. Dann siehst du sehr gute Zahlen, eigentlich Vollbeschäftigung und so weiter. Und dann, wenn du mal aus dem Flügel raus bist und mal auf dem Gelände schaust, dann siehst du etwas ganz anderes. Du siehst Firmen, die praktisch keine Liquiditätsreserven haben. Du hast Firmen, die praktisch immer wieder geschlossen werden. Und du hast viel, 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 wo es nicht gut geht. Und wir können nicht genau sagen, welches Bild besser stimmt. Vermutlich stimmen beide Bilder. Vermutlich stimmt die Wirtschaftsstatistik, blutleer wie sie ist. Mhm. Und vermutlich stimmt die persönliche Betroffenheit, ohne dass sie dann halt absolut repräsentativ wäre. Mhm. Jetzt hat in einem Interview der Cedric Wermuth gesagt, die Corona-Krise zeige für ihn, dass man in einem Land alles runterfahren könne, außer der Service Public. Also die Sepp-Seite vom politischen Spektrum, die macht aus dieser Krise natürlich eine Systemrelevanzdefinition und sagt, schaut, der Staat, der muss immer funktionieren, alles andere kann man temporär schliessen. Er hat recht. Mhm. Er hat absolut recht. Er hat 100% Recht, aber nicht so, wie er denkt, dass er Recht hat. Und zwar, wirtschaftlich gesehen, gesellschaftlich gesehen, ist das natürlich absoluter Unsinn, was er erzählt. Das ist einfach dummes Zeugs. So etwas kann nur einer erzählen, der noch nie gearbeitet hat, der nicht Teil von der Gesellschaft ist. Weil die Gesellschaft kann nicht runterfahren. Wir brauchen Vereine, wir wollen zusammenkommen, wir wollen miteinander etwas trinken, wir wollen essen, wir wollen wertschöpfen. Die meisten, das ist das, was die Wirtschaft macht. Die Wirtschaft schöpft Wert. Die meisten Leute wollen Wert schöpfen. Sie haben jetzt einfach gut gelebt, weil die Reserven rum waren, weil die Leute ja nicht dumm sind. Und sie wissen, dass es zwischendurch rebelt, also tun sie halt Reserven aufbauen. Und weil der Staat geholfen hat? Der Staat hat fast nicht geholfen. Die Geschichte von der Staatshilfe ist masslos übertrieben. Die meisten Leute haben gar nichts bekommen davon oder haben es gar nicht gespürt. Ja, also da gehört aber völlig etwas anderes. 30 Milliarden haben wir jetzt ausgegeben, Härtefallregelungen und so. Ja,
Die und Kurzarbeit, meine Kurzarbeitsentschädigung, das ist ganz wichtig. Ja, punktuell ist es absolut wichtig. Wir können jetzt nicht so tun, als ob die Schweiz von dem abhängig wäre. 30 Milliarden ist viel Geld. Und ich als Steuerzahler habe nicht gern, wenn der Staat 30 Milliarden ausgibt, keine Frage. Aber bei einer gesamten Wertschöpfung von 700 Milliarden pro Jahr sind 30 Milliarden nicht so viel. Das ist nicht so viel. Also es ist einmal tatsächlich so gewesen, dass der Staat mir helfen musste. Okay, gut. Aber es ist nicht so, dass er allein alle gezogen hat. Das stimmt jetzt einfach nicht, rein von der Zahl. 30 Milliarden sind nicht 700 Milliarden. Also, gehen wir zurück zum Cedric Wermuth. Er hat nicht recht, diesbezüglich. Diesbezüglich nicht. Wo er recht hat, ist, und jetzt sind wir wieder bei der totalitaristischen Tendenz, egal welcher Muckerschiss in Zukunft kommt, wird der Staat genauso reagieren und sagen, wir können alles bremsen, wir als Staat bleiben, wir arbeiten weiterhin und ihr geht heim, verkrüchen euch und kommt erst raus aus eurem Rayon, wenn wir euch sagen, dass ihr dürft. Oder? Und der Präzedenzfall ist sehr, sehr, sehr problematisch. Und da hat der Wermuth als Linke hat das schon gespürt. Oder? Das ist der Präzedenzfall, den er praktisch für jede andere Krise brauchen kann. Egal was kommt, ob es der Klimazeug, ob es das Klimazeug ist, ob es irgendeine Finanzsache ist, egal was kommt, können die immer sagen, bleib daheim, der Staat managt das. Also es ist natürlich das erste Mal, dass man so einen Präzedenzfall hat zu Friedenszeiten. Oder bis jetzt hat es so Präzedenzfall immer gegeben in Kriegssituationen, dann hat der Staat in der Regel mit genau dieser Attitüde gesagt, jetzt braucht es uns und euch braucht es eigentlich höchstens auf dem Schlachtfeld. Oder? Ja, die Grote. Alle reden von dem Corona, als ob es ein Krieg wäre, selbst der Bundesrat selber. Oder? Man hat das Gefühl, dass irgendeines der Virus besiegt ist und er kommt zum Beispiel im Café Federal und unterschreibt eine Kapitulationserklärung. Bei mir in der Sendung. Genau, ja. Genau. Das ist ein völlig unsinniges Management. Oder? Das ist Natur. Gegen Natur kommst du nicht an, weil sich die Natur immer klüger verhält als du. Und du musst dich immer wieder anpassen. Das sind Prozesse, die offen sind. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Mhm. Meinen, dass der Staat hier planen kann und einen Überblick machen kann und sagen kann, am 13. März 2022 sind wir draus. Oder es wird gar kein Covid-Virus mehr geben. Das ist eine reine Träumerei. Ich würde sagen, das ist die wohlwollende Version. Die ganz böswillige Version ist, das ist reines Vortäuschen, das ist ein reines Lügenbetrieb, wenn man den Leuten auftischt, um zu sagen, gib mir Macht, ich mache das für dich, ich tue dich entmündigen also für die nächste Zukunft. Der alte Machbarkeitsglaube natürlich, wo der politisch-administrative Komplex eigentlich immer hatte, oder? Einige Leute glauben daran. Ich bin aber der Meinung, dass politische Komplex das auch instrumentalisiert. Das heisst, du würdest ihm sogar vorwerfen, er weiß, dass es nicht geht. Ich würde jetzt mal behaupten, jeder Mensch weiß, dass es nicht geht. Und er sagt einfach trotzdem, ich mache es. Das würde ich so behaupten, ja. Um der Macht willen. Oder um der... Oder Selbsttäuschung oder was auch immer das ist. Oder es bleibt auf jeden Fall so, dass es falsch ist. Selbsttäuschung ist ein gutes Stichwort für das zweite Thema. Der Ueli Maurer war eben in Washington und hat jetzt... Ich habe gerade vorher ein Interview gelesen mit ihm. Er hat gesagt, ja, das mit dieser Mindeststeuer, das kommt auch in der Schweiz, aber das wird nicht so schlimm. Wir können das handeln. Es brauche ich vielleicht nicht einmal eine Verfassungsgrundlage. Nicht mich dann noch wundern, wenn er das macht. Aber mit dem Selbsttäuschung, oder siehst du das auch so? Selbsttäuschung. Wieso? Auch hier wieder. Komm meinen, dass die globale Mindeststeuer 15%. 15%. Ein einmaliger Akt ist einfach leichtgläubig und ich würde sogar sagen, sehr naiv. Sehr naiv. Die Hochsteuerländer haben das Problem, sie haben eine Staatsverschuldung, die denen fast keinen Spielraum mehr gibt. Für irgendetwas, ja. Egal für was. Egal für was. Sie haben auch das Problem, dass sie wissen, dass sie Hochsteuerländer sind, dass innovative Firmen dort abwandern. Sie wissen das. Sie wissen, dass ihre Steuersysteme derart kaputt sind, dass andere Firmen dort weggehen. Und wo gehen die Firmen hin? Dort hin, wo sie gute Lebensbedingungen haben, unter anderem auch tiefe Steuern. Und das heisst, wenn man jetzt Ja sagt zu einer globalen Steuer von 15%, reden wir schon in 10 bis 20 Jahren über 20% und dann geht es wieder auf. Die Schwelle, wenn sie einmal drin ist, wird nur noch angehoben. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist der globale Steuerwettbewerb. Wird damit ausgehöhlt. Weil die Länder gar keinen Anreiz mehr haben, zu überlegen, wie können wir aufhören, unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Firmen
Geld aus der Tasche zu nehmen. Sie sagen, das spielt ja keine Rolle mehr. Wir müssen, das ist jetzt echt das Kartell, wir müssen gar nicht besser werden, weil es gibt ja sowieso die untere Grenze von 15%. Und was hat das für Folgen für das ist ja eine Unternehmenssteuer für dich und mich, für Leute in diesem Land? Unternehmenssteuern funktionieren immer so, dass sie letztlich auf die Leute umgewälzt werden. Sei es, weil es weniger Arbeitsplätze gibt oder weil es höhere Preise gibt oder weil einfach der Wirtschaftsstandort nicht mehr gut funktioniert. Also der Anreiz für die Firmen, da hinzukommen und Wert zu schöpfen oder ihre Innovationen uns zu geben in Form von Produkt- und Geschäftsmodell, ist viel kleiner. Und vor allem, wir können nicht meinen, das trifft nur Firmen. Weil wenn der Steuerwettbewerb bei den Firmen aufhört, hört er auch bei uns Bürgern und Bürgern auf. Das heisst, unsere Steuern werden dann auch aufgehen. Warum? Ich meine, das ist ja nur ein Bereich. Das sind juristische Personen. Bei uns, der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen und Gemeinden, funktioniert er denn noch? Auch hier wieder. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man das einschränkt. Also, wie man dort eine globale Mindeststeuer auf natürliche Personen, oder wie will man das vorgehen? Ob man danach schreit, globale Mindeststeuer auf natürliche Personen, oder einfach sagt, dass man halt eine Angleichung muss, das weiß ich nicht. Aber da sind die Technokraten gut darin, die Sachen zu erfinden. Aber es ist sicher so, dass man ganz generell keinen globalen Steuerwettbewerb will. Generell will man keinen globalen Steuerwettbewerb. Und dann ist es aber für die Technokraten herauszufinden, wie man dann dort den Schritt macht. Jetzt sollen das ja nur Firmen sein, die mehr als 750 Millionen Franken Umsatz im Jahr machen. In der Schweiz betreffen das 200 Unternehmen. Eben, da könnte man auch sagen, ja, das sind ja relativ wenige. Aber du siehst, dass das dann irgendwann ausgeweitet wird, auch das. Die Wirtschaftsfreiheit gilt für alle. Und das Gleichhandlungsgebot gilt für alle. Mhm. Du kannst nicht sagen, die Wirtschaftsfreiheit gilt für alle, außer für die Fäuse. Und du kannst ja nicht sagen, alle werden gleich behandelt, außer der Fäuse, den wir schlechter stellen. Also, so die Schweiz ist als liberales Land entstanden, als Gegenprogramm zu den Diskriminierungen und den Ungleichbehandlungen, die in Europa damals üblich waren. Und das Gegenprogramm ist geblieben. Und die Schweiz ist viel liberaler, weil sie den Mensch, den einzelnen Mensch und seine Überlegungen, zum Beispiel der Firmengründer, ernst nimmt. Und wenn wir weiterhin den Menschen verpflichtet werden, können wir nicht anfangen, irgendwie einfach so hinzunehmen, dass Menschen und ihre Institutionen, also Firmen, diskriminiert werden. Das können wir nicht. Das geht gegen all unsere Werte als Land. Jetzt sagen die Befürworter von einer Mindeststeuer, ja, es ist ganz wichtig, weil die Schweiz hat ja da einfach Steuersubstrat von anderen Ländern abgezogen. Also sie sehen wie eine Art ein Nullsummenspiel, oder? Also wir ziehen einfach Steuern abziehen, indem wir Unternehmen anlocken, die Schweiz, die fehlen dann an einem anderen Ort und mit dem Mindeststeuerprogramm tun wir das wieder ausgleichen. Ja, wer das behauptet, ist ja noch dümmer als die Behauptung vom Wermut, man könnte jetzt das ganze Land runterfahren. Also das ist es ist derart dumm, ist dass nicht... verbreitet. Ja, ich habe nie gesagt, es sei nicht verbreitet. Es ist derart dumm, dass nicht einmal das Gegenteil stimmen kann. Es ist einfach so, es gibt Länder, die sind Hochsteuerländer und die sind einfach kaputt. Die sind kaputt, weil sie die Leute ausnehmen. Das sind mafiöse Veranstaltungen. Aber wer denkst du? Ich denke zum Beispiel an die USA. Ja. Ich denke zum Beispiel an Deutschland, Frankreich, Spanien. Schau mal Spanien an. Spanien ist echt ein kaputtes Land. Da gibt es nichts mehr. Es gibt keine Wertschöpfung. Die Wirtschaft kriecht einfach dahin. Es gibt interne politische Spannung. Es gibt nichts, oder? Denke mal an Frankreich. Mhm. Ebenfalls kaputt. Kaputt! Wird von jeder Wirtschaft wertschöpfungsmäßig überholt in letzter Zeit. Kaputt die Länder. Und Deutschland ist auf dem besten Weg, sich kaputt zu machen. Mhm. Das sind alles Hochsteuerländer. Sie klauen den Leuten das Geld in Form von Steuern. Denen darf man schon aus ethischen Gründen nicht helfen. Weil es wäre ihre Aufgabe, den Staatsapparat effizienter und effektiver zu machen. Es wäre ihre Aufgabe, als Länder ihre Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen und einmal überlegen, wie kann man denen weniger Geld aus der Tasche rausziehen. Damit sie mehr Geld haben, für was? Für ihr Leben. Mhm. Also, einfach mal eins mal eins von uns. Wenn du schaffst und einen Lohn bekommst, wenn du eine Firma, wenn du eine Firma hast und einen Gewinn hast, das ist dein Geld. Mhm. Es sind die Früchte von deiner Arbeit. Was du damit machst, ist deine Sache. Du kannst damit 10'000 Flaschen Rosé-Wein trinken, du kannst das ansparen, du kannst eine nächste Firma machen oder du kannst das von mir aus im Internet vergeben. Mir ist das wurscht, oder? Aber das sind die Früchte von deiner Arbeit. Wenn ich dich als Mensch ernst nehme, dann sage ich, du bist alt genug zu wissen, was du mit dem Geld machst. Es ist deins, es ist nicht meins, ich habe keinen Zugriff darauf. Mhm.
Mhm. Und dann hast du ein paar Länder, die sagen, Pfizer, du hast gut geschafft, gib mir die Hälfte von dem, was du geschafft hast. Mhm. Ohne Grund. Für die staatlichen Leistungen, für eben den Service Public, wo der Cedric Wermuth sagt, den kann man auf keinen Fall runterfahren. Ja, genau. Nimm mal einen Bus in Frankreich und dann weißt du ganz genau, wo der Service Public ist. Versuche in Frankreich einmal irgendeine Beglaubigung zu bekommen, dann weißt du ganz genau, wo der Service Public ist. Versuche in Deutschland einmal einen Zug zu nehmen, der pünktlich ist. Das gibt es nämlich dort. Du bist, glaube ich, Dozent an einer deutschen Universität. Du bist immer wieder in Deutschland, oder? Ja, genau. Ja. Du kommst also mit über First Hand. Ja. Ja. Und du hast die USA erwähnt, das Hochsteuerland. Ich meine, klar, der Herr Biden tut Steuern auf und so, aber er stammt ja aus einem Steueroase, aus Delaware, oder? Also ich frage mich vor allem bei den USA, du kennst das Land gut, wird die USA so ein Programm von einer Mindeststeuer überhaupt akzeptieren? Der Senat? Sie haben ja eine ähnliche Kultur diesbezüglich wie mir, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, was sie akzeptieren werden. Endlich. Ja. Nach einer halben Stunde Sendung haben wir endlich einmal die gute Frage. Eine gute Frage. Hast du nicht irgendwo in meinem Button da, der sagt, endlich eine gute Frage. Das müssen wir hier haben, ja, der Puzzle. Ja. Ja. Also was die USA machen, wissen wir nicht. Ich habe jetzt nicht genau die Dokumente angeschaut, aber ich habe gemeint, die USA haben noch eine ein gutes Leben bekommen, irgendwann. Bei der Bemessungsgrundlage wahrscheinlich von der Steuer oder irgendwie so? Das kann sein. Oder bei den Trusts oder ja. Das kann sein. Und dann ist es so, ob die Politik das akzeptiert, ist das eine. Und was die Bundesländer, also was die Staaten machen, ist das andere. Die Staaten können tatsächlich sehr, sehr weitgehende Kompensationsmaßnahmen beschließen. Aber machen wir uns nicht vor, Staaten wie Florida, wie Delaware, wie North und South Dakota oder Texas. Genau. Das ist die Minderheit. Oder die meisten Staaten der USA tun so Zeug, so staatliche Programme, sehr gerne umsetzen. Okay. Also, aus dem gleichen Grund, wie Deutschland und Frankreich das gerne machen. Okay. Aus dem gleichen Grund wie hier. Staaten gerne Geld. Vor allem Geld, das nicht ihres ist. Ja. Das heisst, von dort ist kein Widerstand zu erwarten. Das Argument in der Schweiz, das man immer gehört, ist ja, die Schweiz ist zu klein, um da irgendwie zu sagen, nein, wir machen nicht mit. Und es wäre gefährlich, weil dann Schweizer Unternehmen könnten gezwungen werden, die Steuern einfach an einem anderen Ort zu entrichten, oder, statt in der Schweiz. Jetzt sind wir doch irgendwann wieder am Anfang von der Diskussion. Was ist der Plan für die Zukunft? Warum kann die Schweiz, und das hat es ja früher nicht gegeben, und das ist immer wieder möglich, warum kann die Schweiz nicht eine Koalition von Tiefsteuerländer machen, bilden und sich überlegen und sich strategisch überlegen, wie das funktioniert. Mhm. Warum macht man das nicht? Warum hat man immer... Man hat es, glaube ich, probiert. Hat man immer gehört. Und der Uli Maurer ist in der ganzen Weltgeschichte rumgechattet. Ja? Ich glaube, von den Informationen, die ich habe, hat man das nicht ernsthaft probiert. Okay. Beziehungsweise, man hat nicht zu viel probiert, man hat nicht hartnäckig probiert. Und das Problem ist das. Man hat spät probiert. Die Überlegung von der globalen Mindeststeuer ist schon seit mindestens 5 Jahren rum. Die OECD, einmal ein Gremium, eine Organisation, die sich der wirtschaftlichen Freiheit verschrieben hat, wird immer mehr zum Kartell, also immer mehr ist schon lang, ein Kartell von Hochsteuerländern. Schon im Jahr 2016 haben sie die Idee von einer globalen Mindeststeuer in ihren Papieren drin gehabt. Im Prinzip, jetzt sind wir wieder bei der Frage vom Diener, hätte es denn ein Diener im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen müssen auffallen und dann müssen sie sofort rennen und sich überlegen, wie kann man das abwehren. Und man kann nicht einfach versuchen, nachdem die Diskussionen schon laufen und auf Ebene G20 sind, noch irgendwie mit ein paar Ländern zusammen noch eine Hepf-Klepf-Koalition zusammenzubauen. Man muss viel, viel Weitsicht, viel mehr Weitsicht haben, als man das bei uns in letzter Zeit generell hat. Ja, zu was führt das noch, die Entwicklung? Generell oder nur im Zusammenhang mit der globalen Mindeststeuer? Zuerst mal generell. Eigentlich muss man den Tag hier unterbewerten. Es führt zu nichts. Wir werden weiterhin das machen, was wir machen. Auf Englisch sagt man ja kicking the can down the road. Mhm. Wir werden einfach ohne einen grossen Plan durch die Welt herumgehen, von Woche zu Woche Pandemie gerieren und G20-Sitzungen neue Mindeststeuern akzeptieren und immer mit dem gleichen Vorwand, es ist nicht so schlimm.
Aber de facto ist es so, dass das Leben da schlimm ist. Also wir laufen wirklich in die totalitaristische Tendenzen voll rein. Und zum Teil machen wir das, ohne gross beunruhigt zu sein, ohne Bewusstsein, ohne sich dessen bewusst zu sein, wo das alles anführt. Und was kann man tun? Wie ich vorhin gesagt habe, jeder Einzelne muss ständig sagen Nein. Also die Leute müssen tatsächlich, und ich auch, oder? Das ist auch etwas, was ich mir immer jeden Tag muss sagen, du musst halt Mut haben, immer wieder umnodern. Überall dort, wo der Staat seine berechtigten Aufgaben überschreitet, musst du umnodern und sagen, warum. Du musst dich auch jemanden weigern, etwas zu machen. Wenn du weißt, das gehört nicht zur Aufgabe des Staates, ist einfach dazu gedichtet, sagst du einfach Nein. Und das ist der Mut. Es ist immer einfach, von der Politik Mut einzuverlangen. Aber wir müssen von uns selber Mut einverlangen. Ich vom Fäusi, der Fäusi vom Fäusi, ich von mir und leider der Fäusi von mir. Schneider. Genau. Gut, wir tun immer umnodern, außer zwischendrin, wenn wir ein bisschen Rosé trinken. Merci vielmals. Eine Pause seid ihr gegönnt. Merci.